Hi, Dennis hier. Heute mal mit einem anderen Videoformat. Ich will mal eine Wanderung filmen. Ich bin gerade hier in Lamspringe an dem Kloster Lamspringe vor der Gemeindeverwaltung. Denn hier ist der offizielle Start- und Endpunkt des Rundweg Heberbörde. Das ist ein etwas über 40 Kilometer langer Rundweg. Ganz in der Nähe von meinem Heimatort. Und ich habe Bock auf Wandern. Ich will ein bisschen Kilometer machen. Ich habe ein bisschen neue Ausrüstung dabei. Die will ich jetzt mal testen. Eine Ausrüstung seht ihr schon. Den Rucksack, den ich hinten drauf habe. Das ist diesmal nicht mein 40 Liter Decathlon Rucksack. Ich habe jetzt ein größeres Modell, weil ich ein bisschen mehr Volumen haben wollte. Auch jetzt für Touren in der kälteren Jahreszeit, damit meine dickeren Quilts reinpassen und so. Ja, gleichzeitig ist es ja auch ein bisschen leichter geworden. Ich will meine Ausrüstung generell ein bisschen leichter machen. Nicht ganz Richtung ultraleicht, aber schon im Leicht-Tracking-Bereich. Ja, mit meiner Sommerausrüstung bin ich jetzt schon bei 5,5 Kilo Baseweight. Das ist schon nicht schlecht. Also das Wandern macht definitiv mehr Spaß mit weniger Gepäck auf dem Rücken, also mit weniger Gewicht. Jo, ich nehme euch jetzt mal ein bisschen mit. Das Wetter ist nicht so toll, wie ihr sehen könnt. Es ist grau und trist. Eigentlich überhaupt kein schönes Wetter zum Wandern, aber ich habe Bock. Ich will ein bisschen Kilometer schrubben. Ja, los geht's. Mega geil mit dem Nebel, mit diesen krüppeligen Bäumen, sieht das schon echt mystisch aus. Boah, geil. Ja, also, ich bin diesen Weg noch nie gegangen, das ist eine Premiere. Teilweise kenne ich den Weg, also auf Abschnitten. In diesem Bereich kenne ich mich überhaupt nicht aus. Das ist alles neu hier. Und das ist schon echt cool. Also ich laufe hier auf einem schönen Naturpfad entlang. Und ihr seht es ja zwischen alten Buchen. Das hat schon was. Also gefällt mir. Also der erste Kilometer von diesem Weg ist schon echt schön. Ja, Brockenblick. Hier ist so ein kleiner Rastplatz. Und irgendwo da hinten am Horizont müsste der Brocken sein. Bei schönem Wetter kann man den mit Sicherheit sehen. Heute leider nicht. Hier um Lamspringe herum verlaufen einige Wanderwege. Die sind ganz gut ausgeschildert. Aber mein Weg geht hier entlang. Ich muss immer dem HB folgen, dem Rundweg Heberbörde. Das Symbol darüber ist für den Rundweg, für den Klosterrundweg. Ja, Klosterwanderweg, genau. Lamspringe, Brunshausen. Ja, weiter geht's. So, Kilometer 4. Ich bin, seitdem ich die Ortschaft Lamspringe verlassen habe, ausschließlich auf Naturpfaden unterwegs, auf Single Trails.
Ja, hinter mir sieht man diesen Fort. Und ja, da geht es weiter. Es ist ein bisschen matschig, aber es geht. Und es ist wunderschön hier. Wahnsinn, dass ich hier noch nicht früher hergekommen bin. Cool, wirklich cool. Also gefällt mir sehr. Ist auf jeden Fall ein lohnenswertes Ziel für Leute, die so in der Umgebung, ja, Hildesheim, vielleicht auch Hannover oder Seesen, Harzrand Urlaub machen. Die könnten auf jeden Fall mal einen Abstecher hier nach Lampspringe machen und diesen Heberbörde-Rundweg gehen. Man muss ja nicht die ganzen 40 Kilometer gehen. Da es ja ein Rundweg ist, kann man den auch jederzeit abkürzen. Ich werde den Weg natürlich auch nicht an einem Tag gehen. Ich werde eine Übernachtung machen. Ich habe meine Hängematte dabei. Ich werde einfach mal schauen, wie weit ich heute komme. Es ist ja immerhin noch Winter und es wird früh dunkel. Ja, wenn ich heute so 20 Kilometer schaffe, also die Hälfte, dann ist das schon echt gut. Dann bin ich circa um Bad Gandersheim herum. Da kenne ich mich wiederum aus. Da gibt es genug hängemattentaugliche Bäume. Das ist überhaupt kein Problem. Generell ist es in einem Wald mit der Hängematte eher kein Problem, passende Bäume zu finden. Das ist ja immer so das Bedenken vieler Leute, wenn sie eine mehrtägige Wanderung machen mit der Hängematte, dass sie keine Bäume finden. Ich sag mal so, in einem Wald gibt es immer Bäume für eine Hängematte. Man muss nur die Augen aufmachen. Und wenn man öfter mit der Hängematte unterwegs ist, dann sieht man auch direkt, welche Bäume passen könnten und welche eher nicht. Alter Schwede, ist das cool. Gebt euch das. Hier geht mein Pfad durch. Mega geil. In der Ferne ist ein Fichtenmoped am Gange. Naja, aber ansonsten ist es hier sehr ruhig, auch wenn nicht weit von hier eine Straße verläuft. Die ist aber nicht sehr stark befahren, so eine Landstraße. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, Hängematte. Also ich finde es hier in diesem Gebiet, wo alles eher so Hanglage und hügelig ist, wesentlich schwerer, einen Platz für ein Bodenlager zu finden, der halbwegs eben ist, als zwei Bäume im passenden Abstand. Gerade hier in so einem Fichtenacker ist es so einfach, da zwei Fichten im passenden Abstand zu finden. Also, wie gesagt, Hängematte ist für mich immer noch die erste Wahl auf mehrtägigen Wanderungen als Übernachtungsoption. Ich plane in diesem Jahr einige große Fernwanderwege zu gehen. Aber das heißt einige, alle werde ich nicht gehen. Auf keinen Fall, das ist ja viel zu viel. Aber so zum Beispiel den Heidschnuckenweg habe ich ins Auge gefasst. Den Weserberglandweg oder auch mal in den Süden. Den Westweg, klar, oder den Rheinsteig. Auf sowas habe ich dieses Jahr irgendwie richtig Lust. Ob ich da wirklich einen kompletten Thru-Hike machen werde, weiß ich noch nicht. Vielleicht in meinem Sommerurlaub, mal schauen. Also das werden wohl eher so Section-Hikes, wie man so in der amerikanischen Hikersprache sagt. Ich bin heute auch mal mit Trailrunnern unterwegs. Ich habe sonst
in den letzten Jahren. Ja, Wanderstiefel oder auch halbhohe Schuhe zum Wandern getragen, aber auch recht feste, auch wasserdicht mit Gore-Tex. Sowas wiegt natürlich etwas. Und gerade an den Füßen kann man wirklich eine Menge Gewicht sparen. Und dieses gesparte Gewicht, das macht sich auch bemerkbar. Ganz klar, auf lange Distanzen ermüdet man weniger schnell, wenn man weniger Gewicht an den Beinen hat. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass 100 Gramm, die man an den Füßen spart, ca. 500 Gramm Rucksackgewicht entsprechen. So, ja, so in etwa. Und bisher bin ich auch angetan von den Trailrunnern. Es ist ein bisschen ungewohnt. Klar, es sind ja, wie gesagt, sehr leichte Schuhe. Aber es geht. Bisher sind die Füße gut. Mal schauen, ob das auch so bleibt. Aber eigentlich habe ich eher wenig Probleme mit Fußschmerzen und auch Blasen. Jo. Weiter geht's. Das hier ist eine Monokultur und ja, das ist eigentlich Mist, aber genau sowas liebe ich. Dieser moosbewachsene Boden, die Tiefe, die man in den Wald hineinblicken kann, ist genau mein Ding. Und auch diese harzige Luft, herrlich. Ja, und auch das bleibt nicht aus. Die Forstautobahn, das ist immer Teil eines jeden Wanderweges bzw. längeren Wanderweges. Gehört einfach dazu. Manche mögen es, manche nicht. Ich nutze das immer ganz gerne, um so ein bisschen Tempo rauszunehmen. Also ich gehe hier ein bisschen gemütlicher, damit sich die Beinmuskeln ein bisschen entspannen können, ein bisschen lockern können, weil wenn man die ganze Zeit auf Naturfahren unterwegs ist, wo alles uneben ist, ja, gleicht die Beinmuskulatur natürlich die ganze Zeit diese Unebenheiten aus und ist halt die ganze Zeit am Arbeiten und das ermüdet einen natürlich irgendwann und die Beine werden schwer. Ja. Jetzt ein bisschen Tempo rausnehmen, ein bisschen relaxen, ab und zu mal ein bisschen die Beine ausschütteln, dann passt das wieder und die nächsten Kilometer können kommen. So, jetzt bin ich auf so einem Landwirtschaftsweg unterwegs, aber auch der hat seine Reize, wenn man so eine Umgebung hat, dann ist es auch egal, dass man auf so einer Asphaltstraße ein paar Kilometer zurücklegen muss. Guckt euch mal diesen Baum hier an. Das ist ein Apfelbaum. Und guckt euch mal an, wie der gedreht gewachsen ist. Das ist ja der Hammer. So einen Drehwuchs habe ich noch nie gesehen.
Guten Morgen. Ja, ich bin schon unterwegs. Gestern Abend beim Lageraufbau habe ich nicht mehr gefilmt. Es war nämlich schon dunkel und ich hatte einfach keine Lust mehr. Ich bin nämlich gestern fast 25 Kilometer gegangen. Das hat mich doch schon geschlaucht. Und da wollte ich einfach nur noch schnell was Warmes im Magen haben, ein Bierchen trinken und dann war Feierabend. Ja, ich bin schon wieder unterwegs, back on the trail. Ich habe schon abgebaut, habe ich auch nicht groß gefilmt. Ja, ich bin morgens eher der Typ, der relativ zügig dann sein Lager abbaut und Kaffee und Frühstück dann an der nächstgelegenen Schutzhütte zu sich nimmt oder Bank oder irgendwas. Die nächste Hütte, die ist nicht weit weg. Da werde ich jetzt einen kleinen Abstecher hinmachen und erstmal gemütlich frühstücken. Temperaturmäßig waren es in der Nacht 2 Grad, sind es jetzt immer noch laut Handy. Überhaupt kein Problem für meine Ausrüstung, ich hatte schön warm. Ja, meine Ausrüstung, die werde ich in einem anderen Video mal genauer vorstellen. Vielleicht im nächsten, mal schauen. Ja, dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Die Schutzhütte, die in den OSM-Karten eingetragen ist, war leider nicht vorhanden. Ich schaue jetzt mal, dass ich eine einigermaßen windgeschützte Bank finde, wo ich noch ein bisschen was zu essen machen kann. Ich habe echt Kohldampf. Ich bin auch schon fast durch mit dem Weg, also sind nur noch wenige Kilometer. Der Rest, der jetzt hier kommt, ist nicht so interessant. Ich kenne den Weg auch. Ich werde den Weg jetzt auch abkürzen, weil das Wetter wird einfach nicht wirklich besser, eher im Gegenteil. Ja, da käme jetzt noch die Burgruine Winzenburg. Da ist aber wirklich nicht mehr viel von vorhanden. Nur noch so ein Stumpen von dem Bergfried. Also auch nicht wirklich interessant für euch. Daher würde ich jetzt sagen, ich mache jetzt hier mal Schluss. Ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin da geblieben seid und würde mich über einen Kommentar, ein Abo und ein Like natürlich auch sehr freuen. Ciao, bis zum nächsten Mal.